Hallihallo, zurück hier in Unterhaching auf der Reise in die Pfalz. Wir sind immer noch Zweiter. Ihr seht es, und wir spielen gegen den Traditionsverein aus der Pfalz, gegen Kaiserslautern. Haben wir 11. Spieltag. Wir werden es heute schauen, dass wir bis zum 17. Spieltag durchsimulieren. Mal schauen, wo wir am Ende der Vorrunde stehen. Packen wir es an. Champions League, willkommen. Erstmal geht's weiter im deutschen Pokal. Gibt keine großen Überraschungen. Hat sich vielleicht Meppen als Drittligist noch weiter, Braunschweig als Drittligist weiter. Ansonsten nichts Überragendes. Allerdings was Lustiges: Bayern gegen Nürnberg, Oberbayern gegen Franken. Wird ein schönes Spiel. Und wir treten an in Kaiserslautern mit einer doch sehr dezimierten Mannschaft. Aber wir versuchen es. Wir werden alles versuchen. Stahl. Domi Stahl. Dominik Stahl, sein erstes Tor, dann macht er endlich. Wunderbar. Bin sehr zufrieden bisher. Ja. Jetzt wird mir das ein bisschen zu offensiv, was die Klauterer da machen. Wir spielen deshalb auf Konter und haben die nächste Chance. Wird aber nichts. Stefan Heim mit einer gelben Karte. Wir gehen mit 1 zu 0 in die Pause. Da bin ich aber sehr froh drüber. Überzeugend, ganz überzeugende Leistung, super. Rasenhüttl, sein drittes Tor in der Liga. Und das wichtige 2 zu 0. Wunderbar, damit sind es 4 Punkte auf Platz 3. Und nur ein Punkt hinter Steinbach. 3-0, Asbach, wunderbar, erste Tor. Das hat sich richtig gelohnt, diesmal für uns. Ja, Steinbach 3-0 gegen Wien Wiesbaden, die auf Platz 4 sind, beziehungsweise auf Platz 3 waren. Das ist schon sehr, sehr dominant. Wir werden uns mit denen wohl um den Aufstieg zanken müssen. Aber wir werden befördert, weil wir so gut arbeiten. Das ist es, was ich gemeint habe. Dementsprechend geht es auch wieder bergab. Wenn wir zum Beispiel schlecht wirtschaften, aber ich will gute Fähigkeiten haben, dann kriege ich auch bessere Angebote, ganz klar. Stiefler ist wieder da. Aber ich will Stiefler noch ein Spiel schonen. Ehrlich wechselt nach Unterhaching, nach Schweinfurt ist mir jetzt auch egal, ehrlich gesagt. Wir haben hier Monaco. Kriegt jetzt hart. Manchester macht sie fertig im nächsten Spiel. Damit sind sie jetzt auf dem letzten Platz, aber haben noch alle Chancen. Ne, haben sie nicht mehr. Es war das letzte Spiel. Entschuldigung. Es war das letzte Spiel. Monaco damit ausgeschieden. Chelsea und Lille hier weiter. Hier wird es spannend. Milan hat es nicht geschafft. Milan scheitert im letzten Spiel. Obwohl sie gegen Man City gewinnen, aber zeitgleich Braga in Malmö gewinnt. Und auch Inter Mailand schafft es nicht. Kein gutes Omen für die italienischen Vereine, außer natürlich Atalanta Bergamo. Atalanta Bergamo schafft es im letzten Spiel. Mit einem Sieg, nein, mit einer Niederlage gegen Slovan Liberec, aber es reicht, da Leipzig ebenfalls gewinnt gegen Sevilla. Dann haben wir hier die Überraschung. Wolfsburg hat es dann leider doch nicht gepackt. Und auch der FC Barcelona hat es nicht gepackt. Real Madrid und so schon mal wie gefürchtet weiter. Ja, dann gibt es hier die
Auslosung. Und wir schauen, wie es weitergeht in der Champions League. Erstmal geht es bei uns weiter. Wir spielen vor 8000 Leuten gegen Ulm. Ich würde da gerne die Punkte natürlich mitnehmen, aber im Moment sieht es so aus, als ob Ulm wirklich alles macht. Aber Dominik Stahl schießt knapp vorbei. Naja, wir probieren es wieder auf Konter zu gehen, um nicht offensiv so sehr in die Arme zu laufen, und wir machen jetzt fertig. Als Trainer will man die natürlich, und Stefan Hein erfüllt uns den Wunsch. Wunderbar. Und im Moment, liebe Freunde, sieht es tatsächlich so aus, dass Aschaffenburg gegen Steinbach gewinnt. Markus Schwabel mit seinem schon dritten Tor jetzt. Wir machen ein gutes Spiel, wunderbares Spiel. Steinbach verliert 2-0 gegen Aschaffenburg. Wir sind wieder Tabellenführer. Plötzlich vor 8000 Leuten zu Hause. Ich bin sehr stolz auf dieses Team. Jetzt haben wir sogar eine Vertragsverhandlung. Das können wir auch wählen. Das ist ein bisschen seriöser. Wir wollen aber nicht, definitiv nicht mit Freiburg 2 verhandeln, weil die auf Platz 18 sind. Wir wollen ja hoch hinaus. Wir wollen richtig hoch hinaus. Dementsprechend machen wir weiter. Primera División. Granada auf Platz 1. Das ist nicht zu glauben. Das können wir uns zur Halbzeit dann auch mal anschauen, wer hier wie aufläuft. Chichos macht das Tor gegen Saarbrücken. Wunderbar. Und damit gehen wir wieder auf unsere bewährte Kontertaktik. Lassen Saarbrücken kommen, um dann eventuell selbst noch mal einen Konter, einen Nadelstich zu setzen. Das war allerdings der Ausgleich. Das ist nicht schön. Danke. Da waren wir zu nachlässig. Jetzt wollen wir aber was bringen. Wir haben den, na, spielt ein Fehlpass. Jetzt spielen wir wieder konzentriert und kontrolliert, vor allem offensiv. Sanjotel mit der gelben Karte. Wir können noch nichts mehr machen. Holen die, spielen jetzt offensiv, holen nochmal die Brechstange raus. Nein, 1-1. Jo, trotzdem zwei Punkte, die wir vorne sind. Duisburg wäre auch nichts gewesen. Sie haben in der letzten Zeit ohne Gegentreffer verbessert. Ja, haben wir. Wie gesagt, wir wollen schnellstmöglich weiterkommen, die erste Saison mal abschließen. Und deshalb müssen wir hier mal von allem 5000 bestellen, damit wir da unsere Ruhe haben. Wir wollen allerdings keine kein Minus machen. Das wird nochmal eine heikle Aufgabe für uns, die wir da vor uns haben. Allerdings schauen wir jetzt hier nochmal in die Gruppe. Liverpool gewinnt gegen Bayern. Also es war noch die alte, aufgrund des veralteten Spiels haben wir noch die zweite Gruppenphase, die man da überstehen muss. Aber wir schauen mal weiter, wie das nach ein paar Spieltagen ausschaut. Jetzt ist Stiefler wieder da. Stiefler kann wieder spielen und wird uns hoffentlich gegen Offenbach helfen können. Gelbe Karte für Zielinski von Offenbach. Lang geschossen, hat ihn im Nachfassen. Gut. Wir riskieren jetzt mehr vor der Pause. Und ich möchte hier auch ganz klar
dass wir konzentriert weiterspielen. So. Wir haben zwei gute Chancen jetzt generiert. Wir müssen natürlich nicht zu offensiv werden. Rote Karte für Pissot, das ist natürlich alles andere als das, was wir uns vorgestellt haben. Wir können jetzt natürlich nur noch auf Konter spielen. Und hoffen, dass wir dieses Spiel irgendwie über die Zeit bringen. Null-Null. Ja, kann man so lassen. Reduziert auf die Gefahr von hektischen Panikentscheidungen zu ihrer Entlastung bei kleineren Krisen, ist damit ein ganzes Stück gesunken. Ja, das ist gut, es gibt auch nichts. Muskelprobleme bei Tushan. Zwei Spiele müssen wir auf ihn verzichten. Wir werden uns da auch nichts zu Schulden kommen lassen. Wir werden uns da auch nicht einmischen. Wir haben Qualifikationsspiele. Interessieren uns im Moment ehrlich gesagt auch nicht. Wir müssen versuchen, unser Spiel durchzubringen. Und das machen wir an Spieltag Nummer 15 mit den Kickers. Bei den Würzburger Kickers, bei den anderen Kickers. Stefan Hein, fünftes Tor, sehr gut gemacht, wieder Vorlage. Stiefler, er ist zurück. Stiefler ist zurück nach Vorlage von Domi Stahl. Ganz klasse Leistung bis jetzt, die wir da fahren. Spielen jetzt nur noch auf Konter. Da noch in der ersten Halbzeit. Können wir das hoffentlich über die Zeit bringen? Rasenhüttl 3-0. Das läuft richtig gut und wir haben noch mal eine Chance in der 90. 19 Meter Torentfernung. Ball landet oben auf dem Tor. Leider nicht Spielende, 3-0 gewinnen wir. Beide Dopingproben sind negativ. Das freut mich ebenfalls. Stefan Hein auf Platz 8 in der Torjägerliste. Scorer Domi Stahl auch auf Platz 16. 11 des Tages sind wir immer gut dabei. Flensburg würde uns gerne haben, aus der 3. Liga Nord, da möchte ich aber nicht mitmachen. Wir bleiben in Unterhaching und spielen jetzt gegen tatsächlich die Münchener Löwen. Auf Giesings Höhen. Platz 2 nach einem 2-0 gegen Atalanta Bergamo, die eine Hammergruppe erwischt haben. Genauso wie Dresden, Leipzig auch in einer Hammergruppe gelandet ist, verliert gegen Schachtar Donetsk. Es bleibt spannend. Glasgow macht ein mega Spiel. Unglaublich. Jetzt schauen wir mal, wie wir uns gegen die 60er verkaufen. Vor 10.000 Zuschauern schaut Hasenhüttl, was er machen kann. Elfmeter für Haching, für uns Schwabel. Winkel, Tor von Markus Schwabel im Hachinger Sportpark. Sie schießen die 60er.
damit tiefer in die Krise, und jetzt kommt sogar Stefan Hein mit seinem 6. Saisontreffer. Unglaublich. Unglaublich. Eieieiei. Zeige jetzt auch noch mit Gelb, also den Löwen bleibt im Moment aber nichts erspart. Ich glaub das gar nicht. Er spielt ja heute richtig brasilianisch. Ja. Aber wir können jetzt tatsächlich zurückschalten. Spielen nur noch auf Konter. 60 am Boden. Haching oben auf. Stiefler. Aber die Chance vergeben. Lump macht sein erstes Tor in der 86. Super gespielt. Stefan Lex. Stefan Lex macht das Tor noch. Der gebürtige Berglerner aus dem Landkreis Erding macht das 4:1. Jetzt kommt es. Am 17. Spieltag. Am 17. Meine Damen und Herren. Zum alles entscheidenden Aufstiegsduell. Kann vorentscheidend sein. Die Spielvereinigung Unterhaching auswärts beim TSV Steinach. Diese Woche ist frei. Wenn ich das richtig sehe, also wir sind absolut unumstritten mittlerweile. Wir schauen mal, was die Beliebtheitsgrade ist. Oh, die Medien finden uns ganz geil mittlerweile, so mittel. Die Öffentlichkeit nimmt uns immer mehr wahr. Die Fans bei dem so relativ angesehen. Die Spieler finden ihn sehr gut. Das freut mich. Und dann bricht sich Markus Schwabe die Rippen. Es ist nicht zum Aushalten. Und Rasenhüttel, was ist denn da los? Wieso muss ein halbes Jahr pausieren? Ja, jetzt haben wir wirklich, 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 Leute, ein kleines Problem. Denn wir schauen mal, ob wir noch eine Rechtsverteidiger auftreiben können. Was machen wir denn da? Wir werden offensiver. Bringt nichts. Wir haben nicht das Spielermaterial im Moment.
darüber nachzudenken, was anderes zu machen. Steinbach mittlerweile wieder abgeschlagen, aber wir werden versuchen, alles Mögliche zu unternehmen. Und der Hopsch hat sich gelohnt, ihn zu bringen, hat sich gelohnt. Das ist klasse. Und beinahe das zweite Tor, aber es wollte noch nicht fallen. Das war schon sehr gut, aber jetzt nicht nachlassen. Gelbe Karte für Steinbach. Stahl, Domi Stahl. Ist wieder da, Dominik Stahl. Oh, Linienrichter hebt die Fahne. Wow, kein Abseits. Abwehrriegel auf. Ecke für Steinbach, 87. Minute, Kirchhoff. War nichts. Nach ihm gewinnt und damit 5 Punkte Vorsprung. Auf Platz 2, das ist unglaublich. Unglaublich. Bayreuth auf Platz 16. Wollen wir aber auch nicht. Die können uns nicht interessieren, wie ich finde. Und damit haben wir es geschafft. Wir sind im Dezember angekommen. Der ganze Januar ist frei, bis es dann losgeht. Wir machen eine Weihnachtsfeier heute. Und dann können sie sich hier ausruhen, die Damen und Herren. Und dann gehen wir nochmal ins Trainingslager. Ja, an die Algarve. Wir werden da 2 Wochen abrocken. Wir werden hier an dem Wochenende noch ein kleines Hallenturnier veranstalten. Wir können dafür Bayern, Freiburg, Ingolstadt, Bremen. Das sind einige schöne Mannschaften dabei. Immer noch die hier. Und dann sollte es im Februar auch wieder losgehen. Mehr würde ich Ihnen gar nicht antun, aber wir schauen uns die Tabelle an. Wenn wir schon dabei sind. Wir können in den großen Ligen anfangen. Dortmund als Pokalsieger ist Erster. Mit 5 Punkten Vorsprung. Bayern abgeschlagen auf Platz 6. Stuttgart, der VfB, ole ole, die Jungs aus Cannstatt. 1 Punkt hinter den Bayern. Unglaublich. Auf den Abstiegsplätzen zurzeit Eintracht Frankfurt, der VfL Bochum und Union Berlin. Zweite Liga. Im Moment müssten runter Nürnberg, Erzgebirge Aue, Sandhausen und Holstein Kiel. Es gibt 2 Auf- und 2 Absteiger, also 4 Absteiger aus der zweiten Liga, die jeweils in die Regionalliga Süd bzw. Regionalliga Nord, die hier ja die dritte Liga ist. Aufsteigen würden im Moment Ingolstadt, Regensburg und Paderborn. In die Röhre würden mittlerweile schauen. Der HSV, haben wir noch alles drin für den HSV, genauso wie Schalke 04. Das sind 3 Punkte. Für wen es allerdings nicht so gut ausschaut, ist Werder Bremen. Das ist sehr enttäuschend. Im Norden sieht es so aus, dass im Moment Viktoria Köln und Preußen Münster auf dem besten Weg sind. Der Süden ist uns klar, da sind wir. Und danach kloppen sich der FC Bayern, Elversberg und Wien Wiesbaden um den zweiten Platz im Moment. Die Premier League. Die Premier League hat unglaubliche Überraschungen parat.
Leicester City im Moment vorne. Die beiden Manchester Clubs nur auf 3 und 4. Liverpool auf Platz 12 abgeschlagen, auf Platz 15 der FC Chelsea, auf 16 die Tottenham Hotspurs, unglaublich. Die Ligue 1 mit der nächsten großen Überraschung. Lille, der Meister, ist immer noch vorne, aber nur auf Platz 9 Paris Saint-Germain. Schauen wir nach Italien. Der SSC Neapel. Napoli ist vorne. Sie wollen den Titel. Sie haben 4 Punkte Vorsprung. Sie wollen den Scudetto. Vizemeister Milan auf 2. Dann Juve. Und auf Platz 11 der aktuelle Meister Inter. Ja. Drastisch ist es allerdings in Spanien. Real Madrid auf Platz 1 mit 5 Punkten Vorsprung. Der Meister aus dem anderen Stadtteil Madrids, Atletico, nur auf Platz 6. Und einen Platz vor den Abstiegsplätzen mit 3 Punkten Vorsprung vor Valencia, die auf einem Abstiegsplatz sind, der FC Barcelona. Unglaublich, unglaublich. Uns interessiert allerdings eher die dritte Liga Süd. Und da haben wir die Heimtabelle. Wenn es nach der Heimtabelle ging, daheim sind wir einfach nicht so stark. Da haben wir nur 17 Punkte geholt. Hatten aber auch ein Spiel weniger. Sind nur auf dem 4. Platz. Auswärts dafür eine Macht. Nie verloren. Die Hinrundentabelle kennen wir. Tabelle nach der ersten Halbzeit. Wären wir nur auf Platz 4 nach der zweiten Halbzeit ganz klar Erster. Da haben wir auch noch nie verloren. Die Meisterprognose ist klar. Die Prognose sagt, wir werden mit 80 Punkten Meister. Werden wir sehen, ob das so eintrifft. Kassierte Tore, wir mit 9. Natürlich ist das ein Witz. Das ist ganz klar. Ich denke, unsere erste Saison kann sich absolut sehen lassen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist hier noch dieses Minus. Da sind wir aber nur mit 300.000 im Minus. Da kann noch einiges kommen. Da wird noch einiges kommen. Da muss noch einiges kommen. Auch von uns. Fanartikel werden eingekauft. Süßer die Glocken, die sind. Besinnlicher Abend. Wir sind stolz auf das, was wir geleistet haben. Ist auch so. Können wir auch sein. Viel Lob für ein erfolgreiches Jahr. Wunderbar. Teil des Vereinsgeländes wurde fertiggestellt. Ich möchte jetzt wirklich auch nicht investieren ins Vereinsgelände, obwohl wir da natürlich wieder was generieren könnten an Einnahmen. ist schwierig. Ist wirklich schwierig. Haben wir nochmal eine Übersicht zwischen den kritischen Beziehungen. Feindschaften gibt es einige in der Mannschaft. Ja, muss man irgendwie hinkriegen. Schauen wir weiter. Ich möchte jetzt auch nichts kaufen. Wow. WM-Qualifikation in Deutschland, vielleicht ganz interessant, gegen Zypern mit 2-0. Havertz und Volland machen die Dinge. Die Tore. Bauer und Stahl sind sauer, weil sie nicht auf dem gleichen Zimmer liegen dürfen. Das können wir natürlich gerne ändern. Wenn sich die zwei natürlich so gut verstehen, wollen wir Bauer und Stahl natürlich nicht trennen. Hier ganz interessante AC Milan Spiel kriegen gegen Crotone aus Kalabrien. Crotone als einziger Zweitligist weiter. Wahnsinnig gut, würde mich saumäßig freuen, wenn die noch eine Runde weiterkommen. Crotone, wunderschöne Stadt im Süden Italiens. Da liegen meine Wurzeln.
Schwabbel ist wieder da. Und wir sollten mit Scaladidis mal über eine Vertragsverhandlung sprechen, da der uns abhauen könnte. Nein, der ist 24. Okay, dann habe ich mich vorhin verschaut. Wir schauen, dass wir weiterkommen. Ist schön für ihn. Freuen wir uns alle für den Jungen. Genau, was wir allerdings machen wollten, weil ich gerade dran denke, wir machen die Zimmerbelegung. Und zwar machen wir Bauer und Hans Schwabel. Oder was? Turushan, ich war, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, es war so. Pokal in England. Jetzt wird's spannend. Übrig geblieben ist nicht mehr allzu viel. Schauen wir weiter. Wer dann noch übrig geblieben ist. Leicester City verteilt tapfer die Tabellenführung. Und wir schauen, wie sich unsere Talente so machen. Lumpa, sie sind, ja, viele sind nicht unbedingt besser geworden. Manche altersbedingt auch schlechter. Nein, bleibt auf der 7. Ja, plus minus. Aber da kommen noch ein paar, die besser geworden sind. Ja. Naja, für die erste Saison nicht schlecht. Wir wollen ja schauen, wie es weiter geht. Hasenhüttl für mich dann doch noch der bessere Stürmer, da er noch schneller ist. Der Pokal in England, die spielen immer Scherger und Richter. Genau, Schere und Richter, dann können wir die gleich auf ein Zimmer legen, die beiden. Wo waren wir denn hier? Und dann haben wir nämlich Richter und wo ist... Da, ja, Scherger. So, und die beiden mögen sich auch jetzt. Das finde ich gut. Wir machen weiter, unser kleines Ding. Turnier, 6000 Zuschauer. Allerdings gehen wir relativ unter 1-0 gegen die Bayern verloren. Was klar war, dann 1-1 gegen Freiburg. Wunderbar gegen die Großen, aber dann 6-0 fiedelt uns Jan Regensburg ab. Damit waren wir draußen. Lewandowski macht es zu seinem. Wir haben trotzdem 220.000 Gewinn eingenommen, die wir dringend brauchen. Seinen letzten Pfennig, das ist natürlich schade. Manchester City greift nochmal an, aber trotzdem noch 8 Punkte hinten. Und jetzt kommen wir zum Manager. Wir dürfen 6 Fehler haben. Wie viele Stürmer stehen so im Kader? Ach ja, wir haben ihn abgegeben, sondern nur noch 4. Das ist natürlich schwer, weil das alles alt ist. Noch das hätte sogar ich gewusst. Nur ich nicht. Sein erstes Länderspiel. Und von wem haben Sie Ihre Meinung? Tja. Welcher Trainer wurde zuerst gefeuert? Das müsste Dixie Dörner gewesen sein. Das ist ja mein erster Sahne. Der Stücke drin ist 7 des Feldes verwiesen. Also, das war ausgezeichnet. Wir fallen trotzdem durch. Wir haben braucht der Exklusivspiel vom allerersten Bundesliga-Spiel. Ich glaube keiner. Jo. Damit sind Sie leider durchgefallen. Damit bin ich durchgefallen. Ist egal. Ist eigentlich nur zum Spaß. Hat keinerlei Auswirkungen.
auf den Transfermarkt oder sonst irgendwas oder auch auf die Gegebenheiten an sich. So. Champions League spielt wieder. Die Bayern klar vorne. Nicht schlecht. So, starten wir in die Rückrunde. Es wird ein Spaß. Starten wir mit dem 18. Spieltag. Starten wir in Bayreuth im Hans-Walter-Wild-Stadion und versuchen wir, die Punkte nach Unterhagen zu bringen. Ich hoffe natürlich auf einen geglückten Start. Stahl. Doch, Domi Stahl, sein zweites Tor. Wunderbar. Und gleich die nächste Chance für uns. Wir spielen auf Konter. Ich kann es mir im Moment nicht leisten. Ja, jetzt haben wir noch mit die Chance. Rein mit dem Ball. Mit der Hake gehen auf den Torwart, der wird nach vorne abgerissen, abprallen, Seiten aus, Einwurf für Harry. Lob. Stiefler. Stoppt der Ball mit der Brust und schießt in den Strafraum, Hasenmittel kommt. Der Schütze Grundlinie scharf, Herrengabe, Schwabel schlägt und mit dem Ball ins Tor, fünf, das Tor von Markus Schwabel. Ja, wunderbar. So wollen wir das. Das war schon sehr gut, aber jetzt nicht nachlassen. Ja, wir spielen weiter auf Konter und wir machen ein gutes Spiel. Echt nicht zu mir marschiert auf der anderen Seite. Stiefler mit der Chance. Ich greife das sofort ab. Gelbe Karte für Schwabel. Muss er sich mehr im Kopf haben? Ja. Transfer ist es geschlossen. Wir haben ihn nicht zugeschlagen. Glücklicherweise. Und wir schauen aber nochmal auf unsere Finanzen. Da sind wir mit 600 in Miesen. Das ist nicht gut. Wir brauchen allerdings wieder Schals. Und sind dann eigentlich mit 1 Million in den Miesen. Wir könnten allerdings für 2 Millionen unser Vereinsgelände ausbauen. Und könnten da noch etwas generieren. Ist mir aber jetzt im Moment zu den hier. Tja, der nächste Spieltag steht an. Unser nächstes Spiel. Gegen Freiburg 2. Der Auftakt in die Rückrunde ist mehr als geglückt. Wie es weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Teil unseres Sprint to Glory Road to Champions League. Derzeit immer noch mit Unterhaching. Und wir werden ziemlich schnell unsere erste Saison abgeschlossen haben und dann hoffentlich in der zweiten Liga spielen. Bis dahin, macht's gut. Ciao und tschüss.